Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute, liebe Freunde, zeige ich euch mal, wie man ganz einfach mehr FPS bekommen kann mit ein paar kleinen Tricks, nenne ich das mal. Und ja, dieses Video wird sehr simpel aufgebaut sein, deshalb, Leute, habt nicht zu hohe Erwartungen. Das Video richtet sich in erster Linie an die Leute, die sich immer fragen, wie man vielleicht ein paar FPS mehr bekommen kann, ohne jetzt Geld auszugeben. Natürlich, Leute, wenn man Geld ausgeben will, kann man sich bessere Hardware kaufen und so weiter. Aber ich beziehe mich natürlich hierbei auf Tricks, ohne neue Hardware zu kaufen, also quasi Geld auszugeben. Und ja, Leute, bevor ich anfange, erstmal wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Das Video kommt zwar erst am 2.1., aber ich hatte in den letzten Tagen leider gar keine Zeit, um Videos zu machen. Deshalb seid mir da nicht böse. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Leute, denn der erste, ich nenne es einfach mal Trick, ist, oder die erste Methode ist natürlich Optifine runterladen. Optifine ist eine Mod, die man installieren kann für Minecraft, mit der man dann mehrere Möglichkeiten bekommt in den Videoeinstellungen, um Sachen vorzunehmen. Ich werde euch ganz kurz einfach mal ein simples Prinzip beschreiben, woran man sich richten kann, um mehr FPS zu bekommen. Ja, zum Beispiel die Render Distance. Ich habe sie jetzt zum Beispiel gerade auf 16. Und es ist klar, Leute, wenn man die Render Distance runterstellt, dann habe ich natürlich mehr FPS. Das gleiche gilt natürlich auch für ein Texture Pack. Ich habe jetzt gerade ein Texture Pack drin, was natürlich mehr Leistung frisst, weil halt neue Texturen geladen müssen, hochauflösendere Texturen geladen müssen und deshalb hat man natürlich auch wieder ein paar FPS weniger. Was auch sehr wichtig ist, Leute, was einige nicht wissen, ist auch die Umgebung. Wenn ich in einer Umgebung bin, die sehr ressourcenfressend ist, also die zum Beispiel sehr bebaut ist, sehr detailreich gemacht ist und so weiter und so fort, dann verliert man natürlich FPS. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Map reingehe, wo gar nichts gebaut wird, also mal angenommen so eine Flatland-Map. Ihr seht, Leute, ich habe jetzt gerade mit diesen Einstellungen 500 FPS. Ich verändere jetzt in diesem Moment nichts, erstelle einfach mal eine ganz normale Welt, die jedoch flat ist, also es wird quasi nichts auf dieser Map sein. Dann habe ich schon 100 FPS mehr, einfach nur, weil halt hier nichts bebaut wurde. Es mag zwar irgendwie vielleicht doof klingen für den einen oder anderen, aber es ist einfach so, je weniger in einer Umgebung gebaut wurde, desto mehr FPS hat man natürlich. So, das gleiche gilt natürlich auch für andere Sachen, Leute. Man kann Smooth Liken zum Beispiel runterstellen. Das Ganze hat natürlich auch ein paar Nachteile, denn Minecraft sieht natürlich danach nicht mehr so schön aus, sage ich mir jetzt mal. Okay, schön ist so eine Sache in Minecraft, das sieht natürlich immer pixelig aus, aber selbst Pixel kann man ein bisschen verschönern. Man kann Smooth Lightning zum Beispiel auf ausstellen. So hat man natürlich auch wieder mehr FPS. Das heißt, die Belichtung von den Blöcken ist halt nicht mehr so schön. Man sieht einen kleinen Unterschied, wenn man das zum Beispiel etwas höher stellt. Dann ist das halt so weich beleuchtet, weiche Schatten und so weiter. Und man kann auch, das ist eine weitere Möglichkeit, die Auflösung runterskalieren von Minecraft quasi. Ihr habt zum Beispiel jetzt gerade einen Full-HD-Monitor, dann könnt ihr hier einfach draufklicken und zum Beispiel sagt ihr, okay, ich zocke jetzt in 1280x720, dann wird das Bild so ein bisschen verzerrt sein, aber ich garantiere euch, Leute, ihr werdet mehr FPS haben. Ich kann das Ganze jetzt leider nicht demonstrieren, da ich gerade aufnehme und das Bild sonst komisch skaliert werden würde und das wollen wir jetzt natürlich nicht. Also ihr könnt euch eigentlich merken, je schlechter die Einstellungen sind, desto besser oder desto mehr FPS hat man natürlich in Minecraft. Eine andere Sache, die sich jetzt in erster Linie an die Nvidia-User richtet, das gleiche kann man aber auch bei ATI-Grafikkarten machen, ist, man kann auch in die Nvidia-Systemsteuerung gehen, also in die Nvidia-Einstellungen. Was man auch machen kann, ist in der Nvidia-Systemsteuerung ein paar Sachen feststellen. Zum Beispiel kann man hier, wenn man sich nicht so gut auskennt, einfach hier auf meine bevorzugte Einstellung mit folgendem Schwerpunkt verwenden auf Leistung stellen. Dann hat man natürlich mehr Leistung und das richtet sich halt an die Leute, die sich nicht so mit Technik oder mit PC, Hardware oder was weiß ich auch auskennen. Oder man kann zum Beispiel auch hier gehen auf fortgeschrittene 3D-Bildeinstellungen verwenden. Dann kann man einmal auf dorthin bitte
klicken. Und dann gibt es hier zum Beispiel solche Einstellungsmöglichkeiten wie der Energieverwaltungsmodus. Dort kann man zum Beispiel die optimale Leistung einstellen, adaptiv oder maximale Leistung bevorzugen. Wenn man natürlich maximale Leistung haben möchte, sollte man das Ganze natürlich auch so einstellen. Oder man kann auch sagen, die Texturenfilterung soll nicht mehr so auf Qualität sein, sondern sie soll halt nur auf hohe Leistungen sein. Deshalb, es gibt halt so ein paar Einstellungen, die man hier auch verbessern kann. Und was man auch zum Beispiel machen kann, je nach Mainboard, da solltet ihr euch aber erstmal im Vorfeld informieren. Man kann zum Beispiel auch das Mainboard umstellen auf hohe Leistung. Mein Mainboard läuft zum Beispiel auf hohe Leistung. Das kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, da ich das Mainboard jetzt nicht filmen kann. Ich könnte es mit einer Handykamera machen, aber das würde sehr komisch aussehen. Und das ist ja bei jedem auch anders. Deshalb, bei meinem Mainboard ist das so, ich kann, wenn ich in das Mainboard reingehe, also in die Einstellungen, direkt zwischen drei Einstellungen wählen. Ich habe natürlich den Hochleistungsmodus aktiviert und deshalb habe ich die maximale Leistung vom Mainboard. Ja Leute, ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, das Video hat euch irgendwie geholfen. Falls ja, würde mich ein Daumen an dieser Stelle sehr motivieren. Lasst doch gerne ein Abo da. Und falls ihr noch irgendwelche Tricks kennt, dann schreibt ihr gerne in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr euch ja untereinander sogar helfen. Würde mich auch extrem freuen. Oder vielleicht habt ihr noch irgendwelche Tipps. Und ja, das war's Leute. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und